Wenn der Stream lag frei läuft, kannst du ja noch Zelda Late Night nachholen. Ich habe Frühdienst diese Woche. Ist schlecht. Das ist schlecht. Wollte eigentlich über Streamlets antworten, aber ich bin nicht angemeldet dort bei Twitch. Hauptsache, ich muss mein Twitch-Konto verbinden, damit alles angezeigt wird, aber in den Chat darf ich nicht schreiben. Macht Sinn. Eigentlich wollte ich ja heute Zelda streamen, aber irgendwie macht mein Internetanbieter, ohne Namen zu nennen, Probleme. Und da ich Zelda noch nicht auf den aktuellsten Stand der geschnittenen Streams bin und die Aufnahme daher noch zeitverzögert kommt, wäre es ein bisschen blöd, wenn man dann Lag Streams Frame Drops nachguckt. Deswegen mache ich heute spontan Pikmin statt Zelda, dafür dann hoffentlich Donnerstag Zelda. Aber mittlerweile bin ich im Planung nicht gerade die dicksten Freunde. Eigentlich wollte ich ja schon gestern Zelda streamen. Tja, das Schicksal meinte es nicht gut mit mir. Also gut, wo bin ich stehen geblieben? So, wir haben wieder jemanden, der eine Heilung braucht. Also brauchen wir wieder eine Nachtexpedition. Haben wir sonst noch was auf der Karte zu erledigen? Hier ist was. Mopis möchte was. Mop, mop. Gar dieser Regisseur und ich habe mich hierher mitschleifen lassen. Wir drehen den nächsten Kassenschlager, hieß es. Ganz genau, aber vorher stürzten wir ab. Soll das ein Witz sein? Gut, auf der Leinwand sähe das natürlich toll aus. Aber, tja, selbst wenn wir etwas drehen könnten, würde uns die Leute fehlen. Weil sie, wer weiß, wo gestrandet sind. Oh, tut mir leid, da bin ich wohl etwas in Rage geraten. Ach du, da kenne ich noch jemanden. Moment mal, hast du mich nicht gerettet? Gut, also, ich bin Mopis. Vielleicht kannst du mich aus dem Fernsehen. Ich bin nämlich Reporterin. Ich habe da eine Idee. Du rettest doch Gestrandete. Könntest du auch nach den Rest der Fancy-Crew suchen? Du kriegst auch was zum Dank. Ah, nur drei Mitglieder, okay. Kriegen wir hin. Da sind noch Sprechblasen, okay. Apropos Phoenix, ich war eigentlich ja auch schon am Überlegen, vielleicht noch Mario zu machen. Einfach nur, um zu gucken, ob ich auch diese lustige Party-Party-Bildschirm kriege. Ich heiße Kiech. Wir waren mit dem Geowissenschaftsclub auf Exkursion zu diesem Planeten, aber dann sind wir abgestürzt. Du hast mich gerettet, nicht wahr? Ich bin dir ja so dankbar. Mein Name ist Shiba. Ich bin Studentin der Alien Akademie. Mit meinem Club habe ich einen Ausflug zu den neuen Planeten hier gemacht. Die Reise habe ich bei einer Verlosung gewonnen. Die Landung des Schiffs hier ist ziemlich schief gegangen. Zum Glück konnten wir unbeschadet evakuiert werden. Ich hoffe, der Stream läuft lagfrei als das, was ich hier auf den Vorschau sehe. So, Nachtexpedition, hier kommen wir. Ich bin gleich aktiv, ich warte noch bei dem, was ich dir geschickt habe, dass die meine Bestellung spinnen. Wir wissen, was ich gerade dazu bekomme. Auch kein Problem. Er fand einen Halblurk. Ah, wen haben wir denn da? Solltest du nicht mit dem Sammeln von Leuchtsaft beschäftigt sein? Deswegen möchte ich ja eine Nachtexpedition machen. An diese Orte kannst du aktuell reisen. Komm, erblühender Park, sonniges Plateau in Nacht. Macht Sinn. Das macht total viel Sinn.
trinken habe ich, glaube ich, auch bereit, oder? Oder? Ja, habe ich. 25 Leuchtsamen. Ich könnte mir also 25 Pikmin aus der Tasche holen, aber ich glaube, das mache ich lieber nicht. Weil wir nicht das zurückbekommen, was wir ausgeben. Und Risikostufe 1 kriegen wir hin. Guck mal, da haben wir sogar direkt Steine zum Ausgeben. Los. So, dann hier nochmal. So, ihr kommt mal mit. Warum ist hier eine Basis? Sind wir hier gelandet? Ich weiß es nicht. So. Dann aktivieren wir das hier schon mal. Los, Angriff! So, kommt her. Okay, Pochi ist da hinten und bewacht es. Sie greifen den Leuchtköder an, Neuling. Ja, okay, ich bin bereit. Da hinten greifen schon die nächsten an. Wir können ja schon mal die nächsten wegbringen. Los. So, dann einmal hier. Das mal aktivieren. Los, auf ihn mit Kapul. Das ist gut. Wir sind ziemlich gut bei der Sache. Los. Oh Gott, wir müssen schnell zu unserer Basis. Muss Schlimmeres verhindern? Ja, ich bin ja schon dabei. So, sie treffen den Leuchtköder an. Sollen sie ruhig machen. Nein. Hier. Komm, dann mach den hier mal noch weg. So, den Leuchtköder könnt ihr ruhig wegmachen. Dann könnt ihr den hier noch wegmachen. Das gehen wir in. Easy peasy. All diese Kreaturen zu besiegen ist eine ganz ordentliche Leistung. Gut gemacht. Dankeschön. Schleimer. Soul Hunter, Pochi, ihr habt es geschafft. Lecker grüner Saft. Gut, Neuling, dann sammle mal den Leuchtsaft ein. Mach ich.
Ernte erfolgreich, ich weiß. Ruff. Ich liebe Bobucci. Seht ihr, wir haben um die 40 Leuchtbeckmann gehabt und nur 11 Samen bekommen. Deswegen war es eine gute Idee, keine 25 Samen auszugeben. Das hätten wir wohl nicht zurückbekommen. Also, dieser Laubling, der sieht schon irgendwie aus wie Bernhard, findest du nicht? Meinst du? Das sind einfach so viele Blätter. Ich kann einen nicht von anderen unterscheiden. Ja, aber sie haben verschiedene Formen, oder? Es ist die Art, wie sie wachsen. Jedenfalls sieht er aus wie Bernhard. Wie wächst denn das Laub auf jemanden wie Bernhard? Ich weiß doch auch nicht. Das ist gerade einfach mein Bauchgefühl, okay, Spani? Heim morgen diesen Laubling für mich. Ja, ja, verstanden. Soll mir recht sein. Ich brauche mal die Medizin zusammen. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich Bernhard ist. Schon fast einen ganzen Monat auf diesem Planeten. Gut, dann ist es jetzt Zeit für die Heilung. Wird gemacht. Ich liebe die Stimme. Oh mein Gott, das ist Bernhard! Bernhard, Heimatplanet Niju, langjähriger Pilot, der für ein Privatunternehmen flog, bevor er zur Rettungskrew kam. Niemand strahlt mehr Optimismus aus als er. Ja, Hauptmission komplett. Die Rettungskrew ist komplett. Es gelang uns, Bernhard, unseren Piloten zu finden und zu heilen. Damit ist die Rettungskrew jetzt wieder vollständig. Bernhard, wie schön, dass es dir gut geht. Solltest du dich lieber noch etwas ausruhen? Tu so, es wäre nichts gewesen, Digo. Danke, dass du dir solchen Sorgen um mich machst, Digo. Aber ich kann jetzt wieder durchstarten. Schon komisch, seit ich keine Blätter mehr habe, fühle ich mich leicht wie eine Feder. Wenn ich das nächste Mal alleine in einer Höhle zurückgelassen werde, kann ich ganz allein entkommen. willst du auf etwas Bestimmtes hinaus? Ja, es war wirklich so, dass ich einfach abgehauen bin. Nein, nein, nur ein kleiner Witz. Ausgezeichnet, endlich ist die Rettungskrew wieder vereint. Dann ist nun der Moment gekommen, in dem wir unsere ursprüngliche Mission aufnehmen. Die Rettung von Captain Olimar. Verstanden. Hey, die perfekte Antwort. Du musst unsere Geheimwaffe sein, von der die Chefin mir erzählt hat. Ich bin dir echt dankbar, dass du mich gerettet hast. Chefin, ich habe da etwas gefunden, das uns vielleicht hilft, Captain Olimar aufzuspüren. Sieh dir mal diesen Logbucheintrag an. Interessant, hm? Letzte Anstrengung. Mein Ziel, alle Dolphin-Teile zusammen, rückt in greifbare Nähe. Dem Schiffsradar zufolge befinden sich die letzten Teile innerhalb eines riesigen Bauwerks. Mein Lebenserhaltungssystem wird nicht mehr lange durchhalten, Zeit für eine letzte Anstrengung. Stimmen diese Angaben? Tja, als wir mit dem verbesserten Radar gesucht haben, empfingen wir ein starkes SOS-Signal aus einem riesigen Bauwerk. Ich gehe davon aus, dass es von Captain Olimar stammt. Sehr gute Arbeit. Wie immer ist alles weitere euch überlassen, Soul Hunter und Pochi. Rettungskrew, auf eure Station bitte. Verstanden. Pochi? Jetzt frage ich mich, war Ochins Schwanzspitze schon immer so grün? Oh oh. Pochi, was ist los mit dir? Möchtest du neue Fertigkeiten lernen? Ja, bitte. Wenn man den Erfolg einer Mission sicherstellen will, sollte man drei Dinge tun. Trainieren, trainieren und trainieren. Trainieren. Sehr gut, dann sollten wir sofort beginnen. Ja, was können wir denn? Dafür brauchen wir drei.
Ich kann aber keine neue Fähigkeit lernen. So, haben wir irgendwelche Nebenquests zum Abgeben? Hier ist was Neues. Bernhard möchte was. Sag mal, bist du nicht unser Neuzugang, von dem alle reden? Kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Ach ja, ich bin Bernhard, Pilot der unvergleichlichen Shepard. Ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich muss schon sagen, du scheinst mir wirklich so ein cleveres Köpfchen zu sein, wie die Chefin die ganze Zeit sagt. Als ich Blätter auf den Kopf hatte, Junge, Junge, da drehte sich bei mir alles nur um Dandori. Also hör mal, ich brauche deine Hilfe. Und zwar musst du alle retten, die so wie ich geglaubt wurden. Jeden Einzelnen. Ich weiß, keine einfache Aufgabe, aber es ist auch was für dich drin. Nämlich meine gesammelten Rohmaterialvorräte. Also kann ich auf dich zählen? Ich drücke dir ja beide Daumen. Echt, du hast schon so viele Laublinge gerettet? Nicht übel für einen Neuzugang. Wenn jemand diese Belohnung verdient hat, dann du. Weiter so. Heile 9 Laublinge. Okay, Kimmel. Fehlen nur noch 3. Da habe ich ja... Sorry, Pochi. Habe ich aber sonst noch irgendwelche Nebenquests zum Ausgeben? Ausgeben zum Abgeben. Steht irgendwo noch geschafft. Uns fehlt nur noch eine Kreatur. Rette 10 Laublinge. Okay, verschmelze. Okay, nein, wir haben keine weitere Mission zu abgeben. Aber vielleicht möchte ich hier was Neues holen. Ich liebe es, wie die Wissenschaft das Unmögliche möglich macht. Labor. Aha, dann legen wir mal los. Aber sowas von. Elektroschutz, Blinkstiefel. Je schneller man läuft, umso mehr lässt sich erkunden. Stimmt's, die Pikmin werden Mühe haben, damit zu halten. Giftschutz. Ja, ich glaube, Giftschutz holen wir mal für Pochi. Solltest du noch etwas benötigen, kehre einfach zu mir zurück. So, dann gehen wir doch mal weiter. Jetzt, da die Rettung so komplett versammelt ist, können wir uns endlich an unsere Hauptmission machen. Trotz der Verzögerung bin ich zuversichtlich, dass unsere Suche nach Captain Olimar erfolgreich sein wird. So, jetzt bin ich ganz für dich da. Hallo. Praktisch, um den Heldenversteck freizuschalten. Die Chancen sind groß, dass wir Captain Olimar dort finden, also halte beim Erkunden die Augen offen. Ich bin aber noch nicht mit dem stillen Ufer fertig. Wir haben über 300 Bestellungen im Live reinbekommen. Jetzt kam endlich meine Bestellung dran. Und was hast du gratis dazu bekommen? Also ich brauche definitiv Rohmaterial. Und scheinbar haben wir auch noch nicht alle Zwiebeln. Oreo Pink aus Japan und Poki. Also wie Mikado. Hm, nett. Ich finde es ja lustig, dass deine Chat-Nachricht zuerst in der Vorschau gekommen ist und dann in den Chat. Meine Vorschau weiß jetzt schon, was du schreibst. Die Umgebung zu kennen ist wichtig. Sieh dich mit der Erkundungsdrohne um. Dann hole ich mal hier mal 25. Hier auch mal 25. Und dann holen wir mal hier 25. Beziehungsweise 20. So. Hallo. Voilà. Das ist der Twitch-Delay, der ist manchmal da. Streamer sehen schätzt meist eher. So, hier meinst du, und da ist noch eine Höhle. Habe ich die schon erkundet? Sieht nicht so aus. Habe ich die Höhle schon erkundet?
glaube nicht. Dieser Moment, wo ich nicht mehr weiß, was ich schon gemacht habe. Neue Höhle entdeckt. Na komm, tauch mal in die Höhle ein. Unterwasserburg. Kurz nachdem ich meine Erkundung begann, ertönte ein lautes Krachen in der Höhle. Die Angst ließ mich vieles vergessen. Ich erinnere mich nur noch daran, dass mir meine blauen Pikmin nicht helfen konnten. Und dass ich panisch die Flucht ergriffen habe. Captain Olimar. Das hört sich nicht nett an. Wie siehst du denn aus? Oh, wir kriegen zwei neue Pikmin-Arten. Das ist eine Spinne. Oh Gott, aber oh Gott, das war das arme Monster. Ach, du liebes bisschen. Wo bin ich denn hier gelandet? Empfehlung. Aber die blauen Pikmin können noch nicht helfen. Deswegen möchte ich gerne mal. Warte, ich nehme 25 hiervon mit. Oder 2. Na komm, nimm mal. Doch, nimm mal 25 mit. Nein, nein. Blöde Steuerung. Kann ich nachträglich noch Pikmin rausrufen? Schatzanzeiger plus dieses Hilfsmittel zeigt der Position und Anzahl der noch nicht gefundenen Schätze an. Aber Brotschi, das brauchen wir nicht. Ich kann auch jetzt nicht mehr 25 Pikmin hier einfach durchgehen. Vor allem, weil ich noch... Ich brauche Feuer-Pikmin. Bitte sag mir, dass ich... Kann ich verlassen? Kann ich... Warum kann ich das nicht verlassen? Oh Mensch. Feuerpicken. Ist echt gut gelaufen. Hallo, komm her. Na, komm her. Muss ich dich jetzt im Wasser lecken? Komm her. Gewusst wie. Was ist eigentlich dieser Abwehrmodus, den ich hier immer sehe? Gegen böswillige Nachrichten, dass sie nicht durchkommen. Ah, komm, 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 komm schnell her. Gott, die Ampel blüht. Los, Angriff. Wir kriegen hier Flugpikmin. Ich teste mal eben, ob 7 TV-Emotes auch in dieser Vorschau angezeigt werden. Was ich, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Am besten schreibst du deine Antwort hier rein. Aber warte, wir müssen das erstmal wegkriegen. Das ist blöd, ich mache mir das gerade selbst schwierig hier, die ganzen Dungeon hier. Mach es mir gerade selbst kaputt. Leider nicht, alle Dance ist quasi die Textform des Emotes. Ich sehe deren. Den mit der Bosserarbeitung. Huch.